Bevor ich jetzt mit dem Video hier loslege, muss ich das einfach erwähnen, denn die wenigsten schauen das Video wirklich bis ganz zum Ende, also sage ich es lieber am Anfang. Es gibt einen neuen Kanal, der nennt sich Jay Just Rides. Der Link zum neuen Kanal ist in der Videobeschreibung unten drin, ist der erste Link. Und auf diesem neuen Kanal werde ich nur POV-Videos posten. Da wird nichts geredet, gar nichts, da geht es einfach nur um die Landschaft, ums Fahren und um den Sound der Bikes. Ihr würdet mich riesig unterstützen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr ihn nicht eh schon abonniert habt, denn am Dienstag habe ich das ja auf Instagram, dann im Community-Tab und auf TikTok gepostet. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ihr Bock auf solche Videos von mir habt, das ist natürlich die Voraussetzung, dann checkt den ab und abonniert den. Das musste ich einfach von vornherein loswerden. So, Freunde, es wurde schon öfter nach solchen Videos von mir gefragt. Solche, ja, wo ich einfach nur fahre, wo ich nichts sage, wo ich einfach nur fahre, wo man den Sound vom Bike hört und sonst nichts. Einfach so ganz entspannt durch die Gegend fahren und davon ein Video machen. Sowas wurde schon sehr oft gefragt und dementsprechend mache ich das jetzt auch, allerdings auf einem anderen Kanal. Warum das so ist, erkläre ich gerne. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, denn da geht es um YouTube-Statistiken, da geht es um Zielgruppen. Und so ein Ding. Man kann daraus eine Wissenschaft machen, muss man nicht. Ich mache aber eine draus. Und zwar hat das folgenden Grund. Die, die diesen Kanal hier abonniert haben, den Hauptkanal jetzt sozusagen, ihr habt diesen Kanal ja aus einem bestimmten Grund abonniert. Nämlich, weil euch, hoffe ich zumindest, meine Videos gefallen. Weil da Inhalt drin vorkommt und weil ihr eben der deutschen Sprache mächtig seid. Diese Videos sind der Grund, warum ihr diesen Kanal abonniert habt. Wenn ich jetzt anfange, POV-Videos zu posten auf diesem Kanal, dann schaut ihr euch die natürlich an, zusammen mit den ganzen anderen Videos. Aber wenn ich solche POV-Videos poste, dann ziehe ich automatisch auch andere Leute auf den Kanal. Leute, die nicht Deutsch sprechen müssen. Leute, die sich sonst nicht für meine Videos interessieren. Nur eben für diese POV-Videos. Man könnte das natürlich so machen, dass ich zum Beispiel wie gewohnt montags und freitags immer normale Vlogs poste, entweder Testfahrten oder normale Vlogs einfach. Und zum Beispiel mittwochs die POV-Videos. Das Problem ist aber dann, dass die Leute, die meinen Kanal nur wegen den POV-Videos abonniert haben, sich die anderen Videos überhaupt nicht anschauen. Von den Statistiken her würde ich dann wahrscheinlich einige Abonnenten mehr dazu bekommen, die aber nur ein Drittel der Videos von mir schauen. Und der YouTube-Algorithmus sieht das natürlich. Der sieht, okay, der postet 3 Videos in der Woche, wovon ein Drittel der Abonnenten nur das eine Video schauen und die anderen 2 Drittel die anderen 2 Videos. Irgendwas stimmt da nicht. Das hat dann zur Folge, dass YouTube meinen Kanal, ja, ich sag mal, nicht mehr pusht, nicht mehr so richtig unterstützt. Denn da denken die sich auch, was ist denn da los? Die Abonnenten schauen nicht alle Videos von ihm. Ich meine, dass nicht alle Abonnenten alle meine Videos schauen, ist natürlich klar. Das sieht man ja schon an den Zuschauerzahlen an sich. Also das ist ja logisch. Aber das wäre nochmal ein dazukommender Faktor. Und das wäre im Endeffekt schlecht für meinen Kanal. Und deshalb mache ich einen zweiten Kanal daraus, wo es nur um POV-Videos geht. Denn da abonnieren dann die Leute wirklich nur für die POV-Videos und sonst nichts. Und sie kriegen auch nur diese POV-Videos. Wie gesagt, man kann eine Wissenschaft daraus machen, muss man nicht. Ich mach's. Denn ich persönlich nehme das YouTube-Game sehr ernst. Der nächste Grund, warum ich überhaupt solche Videos mache, ist eigentlich ganz einfach. Und zwar habe ich einfach so einen Vorwand, mehr Motorrad zu fahren. Ich bin in der Zeit, bevor ich diesen Kanal quasi gegründet habe und eben Videos dafür hochgeladen habe, eigentlich nur Motorrad gefahren, um Videos für diesen Kanal hier zu posten. Und ihr wisst ja selber, in den Videos fahre ich nicht wirklich. Ich sitze nur auf dem Motorrad, fahre ein bisschen durch die Gegend und quatsche halt irgendwas. Aber das ist ja nicht richtig Motorradfahren, was ich dann da betreibe. Das ist einfach nur Rumgurken. Und das ist also für mich nicht der Sinn von Motorradfahren. Dass ich nur fahre, wenn ich Videos für euch aufnehme. Da verlernt man auch auf Dauer einiges. Nicht, dass ich jetzt dadurch zu einem schlechteren Fahrer geworden bin. Ab und zu bin ich ja trotzdem schon gefahren. Aber das war wirklich sehr, sehr selten, dass ich mal ohne Kamera unterwegs war. Im Sommer 2021 dann mehr, weil ich die Videos für den Zweitkanal gemacht habe und so auch mehr rausgekommen bin. Das Problem ist auch, dass mir eine Zeit lang echt die Lust am Motorradfahren vergangen ist. Denn, wie gesagt, wenn ich nur Motorrad fahre, um Videos aufzunehmen und das aber dann nicht wirklich Motorradfahren ist, dann verliere ich den Bezug dazu. Das ist mir passiert und das war echt ungeil, denn Motorradfahren ist meine größte Leidenschaft. Und das war scheiße.
dass ich eine Zeit lang echt eigentlich keinen Bock mehr hatte, wirklich Motorrad zu fahren. Es war echt Mist. Also habe ich den Kanal und damit einen Vorwand quasi zu arbeiten. Das hilft mir auch selber. Dazu kommt natürlich noch, ist ja ganz klar, ist auch kein Geheimnis, mit einem neuen Kanal verdient man auch Geld. Beziehungsweise mit jedem YouTube-Kanal verdient man Geld, solange man 1000 Abonnenten hat und in einem bestimmten Zeitraum 4000 Wiedergabestunden auf alle Videos. Es ist quasi für mich eine zusätzliche Einnahmequelle. Ihr wisst das nicht, ich sag das hier jetzt zum ersten Mal, aber YouTube ist aktuell meine einzige Einnahmequelle. Ich arbeite nirgendwo, ich bin nirgendwo angestellt, ich habe auch keinen 450-Euro-Job, gar nichts. Das einzige Geld, was ich bekomme, kommt von YouTube. Ich bin quasi selbstständig YouTuber. Das klingt immer blöd, aber so ist es aktuell. So ist zumindest die Jobbezeichnung. Ich muss schauen, wo ich bleibe, denn der Hauptkanal wirft natürlich schon ein bisschen Geld ab. Aber mit dem Geld, was ich vom Hauptkanal verdiene, da kann ich gerade so meine ganzen Kosten decken. Einkaufen, Motorräder, meine ganzen Abos, tanken. Und das war's dann aber auch schon so ziemlich. Irgendwas zu unternehmen zum Beispiel ist sehr, sehr schwierig. Ich muss schon nachdenken. Ich wohne hier in Rosenheim, der Münchner Flughafen ist 100 Kilometer entfernt, knapp. Und Münchner Flughafen ist halt so, finde ich, eine der geilsten Locations, die wir hier im Umkreis, sage ich mal, haben. Ich muss teilweise wirklich schon überlegen, kann ich es mir leisten, mit meinem Auto dahin zu fahren und da einfach einen schönen Abend zu verbringen, die Landschaft oder beziehungsweise die Architektur und das ganze Zeug dazu genießen, da ein paar Fotos machen oder bleibe ich lieber daheim, spare mir das Geld und gebe das lieber für was Sinnvolles aus, wie zum Beispiel den Einkauf. Der Zweitkanal ist für mich eine, ich sag mal, gute Chance, wenn der ein bisschen erfolgreich wird, zusätzlich ein bisschen Geld zu verdienen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, dass man mit YouTube Geld verdienen kann, ist kein Geheimnis. Also wieso soll ich euch das verschweigen? Ganz im Ernst. So viel von mir. Ich hatte auf Instagram am Dienstag bei, ich sag mal, Bekanntgabe des neuen Kanals eine Fragerunde gestartet. Habe ich ja auch im Community-Tab in dem Post geschrieben, dass ihr mir da gerne Fragen stellen könnt. Und da beantworte ich jetzt ein paar Fragen. Zum einen, wo ist das Mikrofon bei den Videos? Dude, das war echt viel testen. Ohne Scheiß. Also ich hatte das Mikrofon in den allerersten Videos direkt am Auspuff dran. Das war eine absolute Katastrophe. Dann hatte ich das Mikrofon hinten in der Hecktasche drinnen. Das war auch alles andere als cool. Dann hatte ich das Mikrofon, wie es Schaf macht. Viele von euch werden ihn kennen. Der macht ja auch nur solche Videos. Dann hatte ich das Mikrofon in einem Rucksack. Und zwar war das Mikrofon ganz unten im Rucksack, so nah am Auspuff wie nur möglich. Aber auch scheiße. Das größte Problem, was ich immer hatte, waren die Windgeräusche. Ich habe die Windgeräusche, weiß Gott, nicht weggebracht. Bis mir eine Sache aufgefallen ist. Und das war echt mehr Glück bzw. Zufall als gewollt. Und zwar, wenn ich normal auf dem Motorrad saß, hat man die Windgeräusche immer gehört, wenn das Mikro im Rucksack war. Wenn ich mich aufgesetzt habe, mal so und mal kurz freihändig gefahren bin, waren die Windgeräusche auf einmal weg. Das heißt, ich habe hinten am Rücken irgendwo einen, ich sag mal, toten Winkel, wo der Wind nicht hinkommt. Da habe ich mir überlegt, okay, vielleicht ist der Rucksack einfach zu groß, ich versuche mal was Kleineres. Dann habe ich mir von meinen Eltern so eine Bauchtasche ausgeliehen, habe da das Mikrofon rein und die umgedreht nach hinten quasi über meinen Arsch. Also gerade so, dass ich nicht auf der Bauchtasche drauf sitze. Bin dann mal gefahren und siehe da, übelst geil. Und in den neuesten Videos, in den letzten Videos quasi, die letzten drei müssten es aktuell sein, wenn dieses Video hier online geht, da hört ihr das dann quasi. Man hat fast keine Windgeräusche, fast keine Nebengeräusche. Man hört fast ausschließlich nur den Auspuffsound. Und in diesen Videos war das Mikrofon dann in dieser Bauchtasche hinten über meinem Arsch. Auf dem POV-Kanal, wo die Kameras positioniert sind, ich werde, das war auch noch irgendwo eine andere Frage so, ich werde nicht viele Kameras filmen lassen. Ich werde hauptsächlich nur meine POV-Kamera hier, also meine Kin-Kamera filmen lassen, denn es sind POV-Videos. Die Frage hat mich aber auf eine Idee gebracht. Ich könnte zum Beispiel die Insta360 neben den Auspuff oder irgendwo hinten am Motorrad anbringen und ein bisschen den Backview, also die Rückansicht quasi zeigen. Blick nach hinten, Blick nach vorne, so ein Thema. Das ist eine gute Idee, das teste ich auf jeden Fall mal aus. Aber ansonsten, um die Frage jetzt mal konkret zu beantworten, es ist nicht geplant, mehrere Kameras zu benutzen. Nächste Frage, ob ich in den POVs bedachter fahre als privat? Ja, zum Teil. Also, ich sag's mal so. Ich versuche in den POVs, genauso wie auf diesem Kanal hier, so authentisch wie möglich zu sein. Ich möchte den Kanal eher dafür nutzen, dass ich einfach so fahre, wie ich fahre. Dass ich Bock am Motorradfahren habe, dass ich Spaß dabei habe. Und das dann als Video poste. Also so
ich sag mal, ungeschnitten, so roh und so authentisch wie möglich. Das Problem ist natürlich, diese Videos könnten natürlich auch bei der Polizei reinflattern. Also muss ich, was Geschwindigkeit und bestimmte Verkehrsgesetze oder, ich sag mal, die Straßenverkehrsordnung betrifft, etwas zurückhaltender sein. Also ja, in den POVs fahre ich etwas bedachter als privat. Komplett privat. Ja. Das ist der Fall. Ist der Content von deinem Zweitkanal derselbe Content wie auf deinem ersten Kanal? Naja. Also auf dem einen Kanal geht es halt nur um POV-Videos und auf meinem Hauptkanal geht es halt um inhaltliche Videos. Testfahrten, Vlogs, whatever. Sowas in der Richtung. Also nein, es ist eigentlich ein komplett anderer Content. Das Einzige, was die beiden Kanäle verbindet, bin ich als Person und meine Motorräder. Hörst du dann noch mehr verschiedene Bikes testen wegen der POV-Sicht? Nein. Also, das war auch noch eine andere Frage in der Richtung, ob ich von den Bikes, die ich teste, auch solche POV- und Soundvideos mache. Nein. Also, kann man auch nicht so explizit sagen. Jemand anderes hat noch gefragt, ob ich da auch Bikes von Zuschauern bzw. Freunden fahre. Da habe ich nichts dagegen. Absolut nicht. Die Sache mit den Testbikes ist, ich habe die Bikes für einen gewissen Zeitraum. Ich muss für die Bikes, die ich teste, einmal quasi zwei Videos für den Hauptkanal drehen und dann müsste ich nochmal mein anderes Setup nehmen, eben das POV-Setup und dann nochmal mit den Bikes fahren. Das heißt, ich fahre vom Händler los, mache die Testfahrt, mache meine Videos fertig, fahre wieder zum Händler zurück und baue dann mein Setup komplett um. Denn wenn ich das gleichzeitig mache, das Mikro hinten dran und dann quasi zwei Videos in einem drehe, dann ist das Problem, wenn ich meine Testvideos drehe, dann gestikuliere ich, dann bewege ich meine Hände, schaue ein bisschen rum. So, man sieht, auch wenn man die Tonspur nicht hat, dass ich rede. Das sieht man durch meine Gestik. In einem POV-Video wäre das sehr verwirrend. Deswegen wird das eher nicht der Fall sein. Beim Thema Motorräder von Freunden und Zuschauern ist das ein bisschen was anderes. Auch da schaue ich, dass ich eher Testvideos für den Hauptkanal von diesen Motorrädern machen kann, als POV-Videos für den anderen Kanal. Denn da habt ihr mehr davon. So Sachen wie zum Beispiel, letzte Saison hat ja ein Kumpel von mir seine S1000 RR gegeben oder ein anderer noch seine R6 oder noch ein anderer seine CBR 650R. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sagen, yo, ich gebe dir mein Bike gerne wieder für solche Videos. Da, also ich fahre die gerne. Überhaupt kein Stress. Ich bin nicht abgeneigt, aber organisatorisch ist das zumindest mit den Testbikes so eine Sache. Also das wird eher nicht passieren. Es sei denn, ich habe da ein Bike, wo ich sagen muss, okay, den Sound, den muss man gehört haben. Davon muss ich einfach ein POV-Video machen. Anders geht's nicht. Das wäre sonst Verschwendung. Kommen dann weniger Videos auf dem Hauptkanal? Nein, auf keinen Fall. Überhaupt nicht. Der Hauptkanal von der Upload-Frequenz und auch dem ganzen Rest wird genau so bleiben. Vielleicht fahre ich diese Saison 2022 die Upload-Frequenz sogar noch ein bisschen hoch. Weiß ich aber noch nicht wie. Eventuell. Aber weniger Videos werden auf keinen Fall auf dem Hauptkanal kommen. Nur POV-Sicht oder auch mal andere. Ja, habe ich schon erwähnt. Also eigentlich nur POV-Sicht, eventuell mal eine zweite Kamera dazu, aber das war es dann auch schon. Ja, ach so, ich denke, ich weiß, was du meinst. Wegen der Insta360 hinten am Rücken dran, ja? Das wird auch öfter mal vorkommen, dass ich die Insta360 hinten eben an dem Gurt, an dem Selfie-Stick da dran habe, so wie ich ja schon mal ein Video hier gepostet habe. Sowas wird auch vorkommen, also quasi auch Third Person, so dritte Person. Na klar. Hast du wenigstens auch mal wieder vor, die R1 da regelmäßig rauszuholen? Ja, Mann, also auf jeden Fall. Die Sache ist halt, dass ich die R1 jetzt im Winter nicht fahre. Ich habe jetzt die Möglichkeit, durch eben die MT-07, durch mein zweites Bike, dieses Bike hier zu fahren und die R1 quasi zu schonen. Ich will die R1 nicht unbedingt diesen Witterungsverhältnissen aussetzen. Die Kälte ist jetzt nicht das Problem, aber das ganze Salz und der ganze Dreck auf den Straßen. Wenn ich es vermeiden kann, möchte ich die R1 dem nicht aussetzen. Dementsprechend steht die R1 seit 3 Monaten in der Garage, wird aber definitiv deutlich mehr gefahren 2022. Also ja, ihr werdet die R1 auf dem POV-Kanal auch sehr häufig sehen. Sehr häufig. Ah ja, die Upload-Rate noch. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen auf dem POV-Kanal. Ich werde mindestens, also absolutes Minimum, 3 Videos in der Woche auf dem POV-Kanal posten. Denn die sind nicht so zeitaufwendig wie die Videos vom Hauptkanal. Also mindestens 3. Ich peile eigentlich 4 bis 5 Videos die Woche an. 4 sollte so der Durchschnitt sein. Denn dann ist immer ein Tag dazwischen quasi Zeit, um sich das Video anzuschauen. Und auch besser für die Statistiken, denn wenn man seine Abonnenten zuballert mit Videos, dann ist es eher der Fall, dass die meisten nicht mehr hinterherkommen.
So, also 4 Videos die Woche, beziehungsweise eher alle 2 Tage ein Video. Das ist so mein Ziel. Das wird so passieren. Ja, das war's. Das waren alle Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch alle beantworten. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schallert ihr gerne in die Kommentare unten rein. Ich beantworte sie euch sehr gerne. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Nicht vergessen, den Kanal abzuchecken und auch diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.